Hey Friends, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal was komplett anderes. Promi Big Brother. Ja, ich weiß, einige von euch freuen sich. Es ist vorerst das letzte Video zu dem Thema, bevor jetzt die Stimmen kommen, die sagen, immer Mike Layla Thema, wir können das nicht mehr hören. Ich habe gedacht, wir hören heute so ein bisschen die anderen Stimmen der Protagonisten, die auch dabei waren. Ne? Es war jetzt nicht nur Mike und Layla, sondern es waren ja tatsächlich noch andere in der Show, die auch was zu sagen haben. Und ich glaube, es ist sicherlich auch spannend. Ne? Sarah hat sich geäußert, weil es gemunkelt wurde, dass sie auch einen Antrag hätte kriegen sollen. Mimi hasst Layla oder doch nicht? Das hören wir uns heute an. Wie steht sie zu Elena? Ich habe heute das Statement von Mike integriert. Er hat sich nochmal geäußert. So, ich mache das in zwei Teilen, damit das für mich auch ein bisschen einfacher wird bei der Bearbeitung und damit ihr jetzt nicht ja, zwei Stunden ein Video habt. Das ist der erste Teil. Heute sprechen wir über Sarah, Mike und Mimi. Und im zweiten Teil habe ich Layla, Sinan, ja, Kim to the Virginia, weil das so ein bisschen zusammenhängt. Ex-Best-Friend von Kim Virginia, Ex-Best-Friend von Elena, wir haben aber auch den Matthias, ja, der auch dabei war. Und genau, ich denke, das ist ein guter Roundaround von Leuten, die meiner Meinung nach also sich geäußert haben und zweitens ich einfach ganz spannend fand, die Aussagen, die so ein bisschen miteinander zusammenhängen, dass wir uns das mal anschauen. Jetzt erstmal der erste Teil, drei Protagonisten, Mike, Sarah und Mimi. Und wir starten mit Sarah. Let's go. So, das ist auf jeden Fall mit einer der meistgestelltesten Fragen, weil ja auch gerade ein Video rumgeht diesbezüglich. Und da kann ich euch eins sagen. Ich erzähle das jetzt wahrheitsgemäß und da könnt ihr euch dann euren Teil drüber denken. Also es war so. Seba hatte, oder es war im Gespräch, falls ich ins Finale komme oder ins Halbfinale, dass man sich das vorstellen könnte. Es war aber noch nichts irgendwie beschlossen, etc. pp. Seba hat dann relativ schnell gemerkt, okay, nein, das machen wir nicht, weil erstens will der Seba das ein bisschen privater halten und zweitens kann sowas schnell rüberkommen, als würde man das für Fame oder Aufmerksamkeit machen. So, und das ist ein Thema, was man unserer Meinung nach nicht für Aufmerksamkeit macht. Auf jeden Fall hat er dann relativ schnell gesagt, nee, mache ich nicht. Warte, nächste Story. So, auf jeden Fall hieß es dann, nee, mache ich nicht, bla bla bla. Und dann wurde Seba aber noch zweimal gefragt, ob er es doch machen will. Dann nochmal, als ich rausgeflogen bin für die Late Night. Und hat Seba immer jedes Mal gesagt, nee, mache ich nicht. Genau. Und genau. So war das. That's the facts. Da könnt ihr euch jetzt drüber denken, was ihr wollt. Aber dann wisst ihr Bescheid und seid dann nicht mehr so auf Zack und könnt wieder beruhigt schlafen, Leute. Okay, was halten wir davon? Wie versteht ihr das? Also ihr Boy, Freund, Ehemann, Freund in dem Fall, wurde zweimal literally vom Promi Big Brother gefragt, ob er einen Heiratsantrag macht. Also man merkt schon, die sind schon auf einen Heiratsantrag aus. Ne? Warum fragen die mich nicht, ob ich einen Heiratsantrag will? Nee, aber ne, da merkt man schon, dass es alles schon von der Produktion auch gepusht wurde, wenn da am laufenden Band jedes Jahr die Protagonisten gefragt werden. Ich verstehe es ja auch. Das ist natürlich ein Thema, was für Aufmerksamkeit sorgt. Wir hatten schon mal eine Valentina, ne? Die hat auch schon mal einen Heiratsantrag bekommen. Und wir wissen ja, wohin das geführt hat. Ja? Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache ist, bei Promi Big Brother sich zu verloben. Und wen hatten wir noch? Irgendwen hatten wir doch auch schon mal bei Promi Big Brother, der sich verlobt hat. Und ich finde, Sarah hat schon recht. Das hat schon einen Geschmack von... Es ist halt am Ende des Tages nichts Spezielles mehr, wenn jedes Jahr irgendein Mensch einen Heiratsantrag macht. Das ist like literally für die Kameras. Das wissen wir. So, sie hat zweimal, wurde er gefragt, auch bei der Late-Night-Show, ich weiß jetzt nicht, bei welcher Late-Night-Show er war, I don't know, ich würde das jetzt auch nicht durchanalysieren, aber da fragt man sich natürlich auch, okay, wurde dann Mike auch gefragt, juckt es einen? Also, wir wissen, die Produktion ist schon darauf aus, dass die Leute einen Heiratsantrag machen, weil das einfach cute ist. Wurde Mike gefragt oder nicht? Am Ende des Tages juckt es mich nicht. Ich glaube, die er und Elena, oh,
und Layla lieben sich. Ob er das jetzt in der Show macht oder auf dem Flohmarkt oder am See, I don't care, solange sie sich dessen, deren Werte bewusst sind und sich lieben. Und man kann natürlich die Publicity mitnehmen, haben die gemacht. So, ist es deswegen fake und sind die deswegen schlimme Menschen? I don't know. Was sagt ihr dazu? Also ich weiß ehrlich nicht, was ihr von mir wollt. Ich war nie zu irgendeinem Zeitpunkt gegen Layla. Ich war einfach nur für jemand anderen. Und nur weil man für jemand anderen ist, heißt es nicht, dass man gegen die andere Person ist. Also ich hätte es in diesem Container wirklich jedem gegönnt. Weil man weiß nur, wenn man drin ist, wie es ist. Klar, ihr habt den Livestream gesehen, ihr habt die Zusammenschnitte gesehen, aber selber drin zu sein, ist nochmal was ganz anderes. Und wir hatten alle Stress in diesem Container. Und deswegen hätte jeder das Finale gewinnen können und ich hätte es jedem gegönnt. Also nur, weil ich dann am Ende für Jochen war, heißt das nicht, dass Layla den Sieg nicht verdient hat. Ja, also, du warst für Matze, Jochen. Also, ja, also bei den Finalisten hätte ich mir gerne gewünscht, dass Matze gewinnt. Aber Matze ist dann rausgeflogen und dann hatte ich einen Nächsten, für den ich war. Aber das ist ja normal. Ich finde es voll witzig, wie der Freund so schmatzend im Hintergrund einfach irgendwelche Dinge reinruft, so richtig unbuttered und dann so richtig am Schmatzen. Süß. Glaubt ihr ihr das, dass sie gar kein Problem mit Layla hat und eigentlich sich für jeden freut? Das ist eine sehr diplomatische Antwort, ne? Aber ich denke mir auch, was soll sie jetzt sagen? Soll sie jetzt noch mehr Öl ins Feuer gießen? Bringt da eh nichts. Also Fakt ist, wir wissen, sie war natürlich definitiv Team Elena, ne, mit der Girls Group. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass wenn man Team Elena ist, dass man durchaus automatisch nicht unbedingt Team Layla ist. Ja, also egal wie diplomatisch sie sich jetzt ausdrückt, ich will ihr jetzt auch nicht unterstellen, dass sie jetzt Layla hasst oder so. Aber es ist nachvollziehbar, dass du, wenn du Elena supportest, also so wie eine Elena sich auch Loyalität wahrscheinlich erwartet von ihren Freunden, kann ich mir vorstellen, dass dann die Girls dann nicht unbedingt für Layla waren. Was natürlich schade ist, weil ich glaube, die hatten in der Show nicht wirklich die Chance, Layla kennenzulernen und haben auch nicht die Chance bekommen oder ihr auch nicht die Chance gegeben. Und es ist halt wieder diese Dynamik, aber mein Gott, was soll man machen? Ich glaube, wir sind jetzt alle drüber hinweg. Ich glaube, Layla hat andere Freunde und die Girls sollen machen, was sie wollen. Muss jeder wissen. Wie glaubt ihr das? Nehmt ihr das ab? Oder juckt's euch? Mal kurz zu dem Thema Elena und was da gerade im Internet abgeht. Leute, guck mal, abgesehen davon, ob ich mich jetzt mit Elena verstanden habe oder nicht verstanden habe, aber was geht bei euch? Ihr könnt euch nicht vorstellen, was die für Nachrichten bekommt. Muss das wirklich sein, dass man nach einer Unterhaltungsshow und ihr wollt das sehen, dass Leute da ausrasten und es Stress gibt und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, dass ihr dann auf die Idee kommt, Morddrohungen zu schreiben und so eine Scheiße? Digga, also ich bekomme ja schon viel Hate gerade, einfach weil ich mich mit Elena gut verstanden habe. Aber was sie bekommt, das ist wirklich unter der Gürtellinie. Es ist so krass. Es ist wirklich, also da frage ich mich, was geht? Ja, das frage ich mich definitiv auch. Also ich finde auch, man kann sich echauffieren. Aber ich habe das Gefühl, manche Leute nehmen das Internet echt zu ernst. Also ich kann mich echauffieren über das Verhalten von Elena, aber warum schickt man solche Drohungen? Wer seid ihr? Seid ihr FBI? Oder was seid ihr so für Rambos im Internet, ne? Es sind bestimmt halt wirklich solche Menschen, die im wahren Leben einfach überhaupt also nicht gesehen werden wahrscheinlich oder in ihren Hinterstübchen irgendwie nicht das Gefühl haben, wichtig genug zu sein und deswegen dann im Internet so aufmucken. Ich finde es super spannend. Also ich glaube, Elena kriegt definitiv sehr krasse Nachrichten. Layla hat auch so ein bisschen geteilt, was sie für Nachrichten kriegt und also ich glaube, ich habe echt Respekt vor jenem Menschen, der so in der Öffentlichkeit steht und auch mit diesem Druck umgehen kann oder eben auch nicht. Also deswegen, also wenn wir hier sprechen und sagen, Elenas Verhalten crazy, ist das, finde ich, das eine. Ich finde, im Rahmen der Trash-TV-Sendung geht es gar nicht anders, als dass man darüber redet, weil die auch davon existieren.
ich finde, es sollte trotzdem so ein gewisser Rahmen sein, in welchem Rahmen man sich darüber echauffiert. Also ich kann ja sagen, ich fand ihr Verhalten nicht cool und einfach grundsätzlich ein bisschen mobbinghaft, die Dynamik. Es ist halt einfach so. Ich finde, man muss jetzt auch nicht schön reden, was in den Shows passiert. Aber ich finde, da ist halt auch dann die Grenze. Wenn die Show vorbei ist, dann ist sie auch vorbei. Also ich habe das Gefühl, die Leute denken, es geht hier um Leben und Tod und man muss dann hier das alles so richtig persönlich nehmen und sich reinsteigern. Und ja, also like, sucht euch Hobbys, ein bisschen Ausgeglichenheit, ne? Und lasst uns entspannt drüber diskutieren und natürlich auch irgendwie eine Seite wählen und irgendwie das reflektieren. Aber like, Menschen gehen ernsthaft hin und beleidigen die Menschen und drohen die. Like, ist alles okay? Are you okay? Also ne, das ist halt so crazy. So, jetzt kommen wir zu Mike. Er hat jetzt eine Fragerunde gemacht. Und wir gehen die gemeinsam durch. Let's go. Er wurde hier gefragt, hast du schon einen richtigen Ring für Layla? Er schreibt, das wird einer der ersten Sachen, die ich jetzt in Angriff nehme. Hab schon meine genauen Vorstellungen. Das wird ein Klunker, das sage ich euch. Also wenn er Emma von Umut fragen würde, dann würde sie sagen, der Ring muss mindestens ein Viertel des Jahresgehalts des Mannes kosten. Er sagt, er hat genaue Vorstellungen, das finde ich spannend. Also dafür, damit man genaue Vorstellungen hat als Mann, muss man ja genau wissen, was die Frau braucht oder will. Deswegen muss der die Layla ganz gut kennen, ne? Es gibt ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, es gibt ja Frauen, die selber genaue Vorstellungen haben. Und dann ist es natürlich spannend, wenn der Mann sagt, er weiß ganz genau, was die Frau will. Oder, ja, das finde ich interessant. Und, oder viele Frauen suchen sich, glaube ich, auch ihren Verlobungsring nicht selbst aus, aber ich glaube, so ein paar Hints gibt man, ne? Aber, ja, deswegen hätte ich ihm sogar gewünscht, dass er das Geld gewinnt, weil so hätte er dann auf jeden Fall genug Geld für Ring und Hochzeit, ne? Ja. Hier wird er gefragt, wusstest du das mit dem Antrag bereits vor dem Einzug ins Haus? Er schreibt, glaub mir, hätte ich das gewusst, wäre der richtige Ring da gewesen. Das stimmt eigentlich, ne? Also, oder? Also, eigentlich schon, weil, also im Endeffekt, was wir gesehen haben, war so ein bisschen dieses, also das Ganze wurde uns gezeigt als Überraschung, also dass er auch das Ganze nicht geplant hatte und sie eben auch nicht. Und dementsprechend hatten die dann einfach so ein Beispielring da, was jetzt kein richtiger Verlobungsring war. Aber ich meine, hätte er das gewusst? Ja, aber okay, dann, also hätte er das als Überraschung verkaufen wollen an die Zuschauer, dann hätte es ja nichts gebracht, wenn er einen Ring dabei hat. Dann wäre es ja, dann hätte man ja gewusst, dass er das geplant hat. Und dann hätte man ihm noch mehr unterstellen können, dass es für die Quote und für Fame ist. So, wenn die das von vornherein als Überraschung verkaufen wollten, dann würde es Sinn machen, dass er natürlich keinen Ring dabei hat. Aber er sagt, er wusste natürlich nichts davon, sonst hätte er natürlich an den Ring gedacht und hätte das sowieso geplant. Egal, keine Ahnung, wissen wir nicht. Glaubt ihr, der wusste es? Ach, diese ganzen Spekulationen. Also am Ende des Tages ist es doch echt wurscht, finde ich. Wie sehr gönnst du Layla den Sieg? Er schreibt, mehr als mir selber. Das glaube ich ihm auch. Ich habe mit einem von euch auch nochmal geschrieben über das Gefälle in der Beziehung, weil als sie sich kennengelernt haben, die beiden, war er bekannter, also Mike Heiter, ne? Den gibt es schon ewig. Und sie war eigentlich eher das unbekannte Mäuschen. Und ich finde, durch ihn oder durch diese ganze Story hat die definitiv sehr viel Reichweite gewonnen. Und jetzt hat sie mehr Follower als er und mehr Geld wahrscheinlich. Und ich hoffe für ihn, dass das Gefälle in der Beziehung nicht so stattfindet, dass sie irgendwie so ein bisschen, dass sie so einen Höhenflug kriegt in der Beziehung. Das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass sie so ein bisschen humble bleibt, auf dem Boden bleibt und dass jetzt nicht irgendwie eine Story draus wird, dass, so wisst ihr, dass am Ende sie die dritte Ex ist, die ihn so fertig macht. Weil ich habe das Gefühl, er hat ein großes Herz und gibt unglaublich viel. Und es wäre natürlich super schlimm, wenn sie sich entpuppt als eine Frau, die dann so einen Höhenflug kriegt. Das ist so ein bisschen meine Sorge, die ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, schauen wir mal. Hier wird er noch gefragt,
Was liebst du an Leila? Er schreibt, sie hat mir gezeigt, was es heißt, vom ganzen Herzen geliebt zu werden und richtig zu lieben und zu lieben. Das ist sehr schön. Das ist echt schön. Deswegen wünsche ich denen wirklich, dass es funktioniert, weil ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass die Einstellung von Leila, und ja, da werden einige wieder sagen, sind sie verliebt? Nein. Ich glaube, sie ist emotional sehr intelligent. Und das habe ich im Dschungel gesehen. Also es gibt nicht viele Menschen, die eine Kim Virginia so schachmatt setzen könnten, wie sie es getan hat, sage ich euch da, wie es ist. Dafür musst du Menschenkenntnis haben und dafür musst du auch die richtige Ruhe haben und die richtige Strategie haben, um solche Menschen auch zu lesen. Und das hat sie sowas von getan. Und also sie gibt, ja. Und bei Elena, also es sind wirklich schwierige Charaktere, mit denen sie es zu tun hatte, Frauen. Man hat gesehen, sie ist menschlich, sie hatte Unsicherheiten, aber sie hat nicht von Anfang an geschossen, sondern hat sehr viel beobachtet. Und als sie das ganze Bild zusammen hatte, wie Elena auf sie eingeht, hat sie das gecheckt, was abgeht, und hat dann auch geschossen. Und das aber ganz zum Ende erst. Weil solche Menschen musst du aber auch in die Schranken weisen. Ja, sonst machen die dich fertig. Und ich finde, Leila ist wirklich sehr stark. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wenn sie wirklich so gesund ist und dass es eine sehr starke Beziehung ist zwischen den beiden. Aber alle sagen, die wäre so nett, aber eigentlich fake. Und ich denke mir so, Leute, seht ihr nicht, was passiert? Wie können wir denn die Augen verschließen vor dem Verhalten von einer Kim und einer Elena? Also ich verstehe es nicht. So, jetzt noch zwei Fragen zu Mike. Ihr seid so ein tolles Paar, willst du auch mal auspacken? Dann hat er nur dieses Meme, also mit diesem Meme beantwortet, was ich super witzig finde. Ich liebe dieses Meme. Und das ist einfach, da brauchst du keine Worte mehr. No more words needed an dieser Stelle. Weil, was soll er jetzt noch auspacken? Was soll er auspacken? Ich hatte irgendwo auch gesagt, es gibt einige Reality-Stars, die... Von denen hörst du nie so Gossip-Zeugs. Es gibt manche, gerade männliche Stars, die schon viel gossipen und sich auf so Statements und so Müll oder sowas einlassen. Aber Mike, kaum. Also er gibt nie wirklich so richtige Statements ab oder gibt sich so eine Schlammschlacht oder so, weil er es nicht nötig hat. Er ist halt schon so bekannt genug, dass, oder auch früher, glaube ich, hat er sich nie so auf so ein Niveau begeben. Und hier macht er es, glaube ich, weil es halt auch einfach eine krasse Show war, aber, und es wäre auch komisch, wenn er einfach nichts dazu sagt. Aber ich glaube, manchmal ist halt Schweigen die beste Antwort, weil die Leute um dich herum, die weißt, wisst ihr, die Boxen, die sind total wütend und schlagen um sich, ne? Und das Beste, wie du darauf antworten kannst, manchmal ist einfach nichts zu sagen, dann ärgern sich die Leute noch mehr. Und ich weiß, eine Kim Virginia, die sitzt auf der Lauer, die will nur einen Atemzug als Antwort, damit sie direkt wieder ein fünfstelliges Statement-Video drehen kann. Und wenn du dann nichts drauf eingehst, ist das, was die Leute eigentlich am meisten wehtut, weil sie wollen ja, dass du was sagst. Und ich finde, das sieht man jetzt auch bei Leila, dass sie eigentlich nur eine Story zu Kim gemacht hat, eine einzige. Und daraus wurde jetzt so viel Content generiert und davon wird Kim, glaube ich, das nächste Jahr leben, weil sie davon lebt, weil das einfach ihr Brot ist. Das ist alles, was sie noch hat von dieser Story. Sonst hat sie nichts. Sie hat Mike nichts, sie hat sonst nichts. Das ist alles, was sie jetzt noch hat. Und auch wenn sie versucht, uns weiß zu machen, dass sie alles nicht juckt. Nee, das ist ihr, das ist wirklich das, woran sie aktuell, was sie noch am Leben hält. Und dass, wenn Mike sich nicht äußert, ja, ich glaube, dass das bringt sie noch mehr in die Verzweiflung. Die letzte Frage. Nee, zwei haben wir noch. Wie kann man so starke Nerven haben wie du? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das kam über die Jahre mit der Menschenkenntnis, Erfahrung wahrscheinlich. Er schreibt, ich hatte keine Wahl, ich musste es lernen, so zu sein. Ich glaube auch. Ich glaube, wenn du mit solchen Situationen konfrontiert wirst, du kannst deine Tochter nicht sehen oder wie auch immer, ne? Die Situation ist schwierig, du hast auch sehr komplexe Charaktere um dich herum, ja, musst du lernen, damit umzugehen. Und ich habe ihn mal bei Kampf der Reality Stars gesehen, da war er mit Laura Morante.
Und da hat man gemerkt, dass es ihm psychisch nicht gut geht. Und ich glaube, wenn du solche Phasen durchgehst, dass es dir richtig beschissen geht und du da rauskommst, dann kannst du entweder rauskommen und mental stärker sein als jemals zuvor oder noch kaputter. Und ich glaube, er hat es geschafft, zumindest eine gewisse Resilienz. Ne? Das ist auch so das Wort aufzubauen. Und dafür gebührt ihm eigentlich Respekt. Gell? Das ist krass. Ja, so, letzte Frage. Hattet ihr eine 50-50-Abmachung? Also Gewinn geteilt, egal wer gewinnt. Er sagt nein, 100% an mich. Ah, und eine letzte Frage noch. Bist du wieder aus deiner Pleite raus? Und er schreibt Gott sei Dank ja. Ja, das ist krass. Also ich hatte das mit der Pleite gar nicht mitbekommen. Ich glaube, Kim Virginia hatte das mal erwähnt. Also wenn es im Detail über Mike zu wissen gibt, wissen wir das Ganze alles durch sie. Krass, dass er da pleite war eine Zeit lang und deswegen auch bei Mama gewohnt. Ich finde gar nichts dran schlimm. Ich glaube, so finanzielle Themen können wir alle haben. Und ich finde es super schlimm, wenn man sich darüber lustig macht, wenn jemand pleite geht. Also total schlimm. Und ja, das Thema Teilen, ob die geteilt haben oder nicht. Denkt ihr, dass Layla teilt? Ich könnte mir fast vorstellen, dass sie teilt. Ich weiß nicht warum, ich könnte mir vorstellen, dass sie teilt. Einfach weil. Ich würde ihr teilen, wenn ihr in so eine Show geht und dann das Geld gewinnt. Ich glaube, ich würde teilen. Ich würde vor diesem ganzen Hintergrund, was da passiert ist und was man zusammen als Paar geschafft hat, würde ich mich zumindest sehr komisch vorkommen, sehr schlecht fühlen, wenn ich das ganze Geld für mich behalten würde. Also ich würde zumindest einen Teil in uns investieren, in unsere Beziehung, egal wie. Ob das jetzt bedeutet, weil die zwei ja ein Haus suchen, dass sie das da rein investieren zum Beispiel. Ich meine, klar, das ist ihr Gewinn. Sie kann ja trotzdem, nur weil man zusammen ist, muss man jetzt nicht alles teilen. Aber zumindest würde ich halt sagen, okay, eine Investition für uns würde ich dann damit vornehmen. Würdet ihr teilen oder würdet ihr das alles einstecken für euch und euch damit einen Haufen Döner kaufen? So, das war Mikes Statement. Typisch Mike, ne? Ohne viel zu sagen, kurz und knapp hat er hier das ganze Thema abgefrühstückt. Ja, so, jetzt hören wir uns nochmal Mimi an. Sie hat noch ein, zwei Fragen beantwortet. Let's go. So, ich hoffe, dass ich von allen immer mal wieder was hören werde. Hoffe ich wirklich, weil ich 13 Menschen kennengelernt habe, die ich... Leider muss man ja sagen, fürs Nominieren und Voten alle sehr mochte. Natürlich hatte ich zu manchen, und das war auch meistens, oder bei den meisten generationsbedingt, einen engeren Kontakt und eine engere Bindung. Und es haben sich auch zwei Gruppen gebildet von Anfang an. Und es ist auch normal, ich habe das nie gewertet. Es passiert auch, dass Menschen übereinander sprechen. Wir haben übereinander gesprochen. Auch ich habe über Menschen gesprochen, die nicht anwesend waren im Raum. Ich habe versucht, es denjenigen dann auch immer zu sagen, die es betroffen hat. Ich weiß nicht, ob ich das immer gemacht habe. Manchmal ist es aber auch nicht notwendig. Manchmal muss man einfach Dampf ablassen. Das ist komplett normal. Kurze Frage. Mochtet ihr Mimi bei Promi Big Brother? Ich konnte sie nicht so ganz einschätzen, ob sie wirklich real ist oder fake, to be honest, weil... sie schien teilweise so super sympathisch und nahbar. Manchmal dachte ich mir so, eigentlich hat sie das Faustdick hinter den Ohren. Manche Verhaltensweisen fand ich manchmal so komisch. Also gerade auch am Ende mit Elena, mit der sie vorher so big war, hatte man das Gefühl, dass sie dann so ein bisschen sich gegen Elena wendet. Hatte ich so ein bisschen die Vibrations da. Und ich konnte sie nie so richtig einschätzen, ob sie wirklich so real ist irgendwie oder ob das einfach irgendwie alles... weiß ich nicht, nicht so ganz greifbar ist, so, ne, und ja, solche Menschen kann ich meistens nicht so viel abgewinnen, weil ich da nicht so eine Konsistenz sehe, sondern ich habe das Gefühl, okay, jetzt ist man cool mit einer Person, weil es so eine Dynamik irgendwie verlangt, aber wenn man dann irgendwie eine andere Dynamik, also, oder eine andere Dynamik dazu führen könnte, dass man so
Vorteile hat, dann wäre der Mensch dann wieder komplett anders. Also ich konnte sie nicht so ganz greifen. Heißt jetzt nicht, dass sie ein schlechter Mensch ist oder also overall, dass ich sie jetzt unsympathisch fand, aber ich fand sie jetzt nicht wirklich durchschaubar. Also da fand ich eine Sarah eher so ein bisschen mehr straight. Genau, Straightness hat mir so ein bisschen gefehlt, weil ich hatte das Gefühl, wenn sie auf eine Person gegangen ist, dann auch nur, wenn sie gesehen hat, dass die Person eh schon ein bisschen nicht so beliebt war. Also ganz komisch. Ganz komische Vibes. Da habe ich zum Beispiel bei einer Sarah schon mehr Authentizität gesehen, weil sie zum Beispiel auch sich getraut hat, eine Elena darauf anzusprechen, dass sie enttäuscht ist. Und sowas habe ich von einer Mimi gar nicht gehört. Dafür am Ende hatte ich das Gefühl, dass sie jetzt nicht mehr so Team Elena war, wo alle weg waren und Elena eigentlich keinen Support mehr hatte. Und da bin ich manchmal vorsichtig bei solchen Charakteren. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich sie kenne oder so, sondern nur auf Basis von dem, was ich gesehen habe. Und ja, deswegen weiß ich nicht bei ihr. So. Leila und Max wussten beide von Anfang an, also das habe ich relativ schnell gesagt, dass ich beide im Finale sehe. Leila wusste auch von Anfang an, dass ich glaube, dass sie es gewinnt, letztendlich. Und ich hatte recht, sie hat gewonnen. Auch wusste Leila, dass ich, wenn es ums Voting geht, und ich habe sie übrigens kein einziges Mal nominiert, ich hätte die Mädels bis zum Schluss nicht nominiert, konnte ich einfach nicht übers Herz bringen, vor allem nicht sie, dass ich für andere auch mit anfeuern werde. Das habe ich gemacht. Ausgegangen bin ich einfach auch davon, dass die Community um Mike und Leila so stark ist, dass die anderen einfach Unterstützung brauchen, so ein bisschen. Ne? Aber auch ausgegangen bin ich davon, dass das ein Rennen wird, was definitiv, wenn sie sich durchboxt durch die Finalshow, sie für sich gewinnen wird. Das kann man sagen, ist ja unfair. Die haben jetzt zwei Communities und weiß ich nicht was, aber die hätten auch zwei Communities gehabt, wenn der Mike nicht drin gewesen wäre oder Leila nicht drin gewesen wäre, wären es ja trotzdem diese beiden Communities gewesen. Und die haben sie sich ja nicht gekauft. Ist kein Callcenter. Ich fand es übrigens einfach ein bisschen witzig. Man sollte sowieso vieles davon nicht ernst nehmen, was wir so von gesagt haben. Außer meine Nominierung von Jochen. Die Communities sind nicht über Nacht gewachsen, die haben sie sich über Jahre aufgebaut. Das ist Arbeit. Und dass die mitbringen und dass die voten, so ist das Leben. Gell? Ja, was sagt ihr dazu? Ich finde es immer so spannend, wenn man irgendwie so, man merkt ja Vibrations. Ich glaube, das ist manchmal so, wie wenn du das Gefühl hast, dass dich jemand nicht mag und die Person aber auf nett tut. Und ich weiß, dass die Girls jetzt nicht hier hinsetzen können und sagen können, wir hassen Leila. Und ich kann auch verstehen, dass man auch, nur weil man jetzt nicht für sie ist, nicht sie hasst oder so, sondern dieses diplomatische Ausdrücken ist ja okay, man muss nicht wirklich gegen jeden schießen, aber es ist dann auch so, dass du denkst, ach Girl, zeig doch einfach Kante, sag doch einfach deine Meinung. Sag doch einfach, wie du dich wirklich fühlst. Und das sind da so die Charaktere, die am Ende des Tages auch wirklich gewinnen im Trash, wenn du wirklich ehrlich deine Meinung äußerst. Und wenn, selbst wenn du ein Mensch bist, bei dem viele sagen, oha, charakterlich jetzt erstmal eine Katastrophe, ist es meistens trotzdem irgendwie greifbarer. So, wenn du einfach sagst, hey, ja, ich habe die und die Meinung, die und die Gedanken, die teile ich. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall gemerkt bei vielen, dass sie sich da zurückhalten und das ist auch okay. Ich finde auch, man muss jetzt nicht gegen jeden schießen, aber ja, wie authentisch ist jetzt diese Antwort von Mimi? Ja, okay. Nein, habe ich nicht mitbekommen, weil ich habe ja in der Zeit gerade den Container geputzt. Abgesehen davon habe ich die Lara auf der Abschlussfeier kurz gesehen, also am Finale und vor der Finalshow, und sie hat es mir selbst erzählt. Wann, was, wann, genau. Insofern hat sich das für mich erledigt.
No bad feelings. Ich war sowieso nicht zugegen. Ich habe auch überhaupt keine Bedürfnisse, das zu eruieren. Das ist mir auch scheißegal. Ich finde die toll und jeder hat so sein Puzzlestückchen zu dem großen Bild von Big Brother hinter und vor der Kamera, im Container und außerhalb des Containers eingefügt. Dann hat mir jemand geschrieben, sie wäre dafür verantwortlich, dass ich rausgeflogen bin. Und diese ganzen Verschwörungstheorien sind einfach Quatsch. Also, zumindest was uns außerhalb angeht. Versteht ihr? Also insofern, let it go. Okay, die Lara war ja sehr aktiv auf Social Media, ne? Ich habe auch gesehen, sie hat wirklich literally live gestreamt, ne? Die ganze Show. Und das ist ja auch okay, ne? Sie supportet ihren Mann, diesen Max Kruse. Sie hat wohl Shit erzählt über Mimi, habe ich nicht mitbekommen. Habt ihr es mitbekommen? Ist es überhaupt irrelevant? Whatever. Aber wir hören jetzt auch wieder raus. Das ist auch alles in Ordnung für Mimi. Ich meine, ist auch okay. Ne? Also wenn die da Scheiße über dich erzählt haben, dass es trotzdem okay ist. Es ist okay. Sie hat über sie mit ihr drüber geredet. Das ist alles fein. Und ja. So, jetzt sagt ihr aber nochmal, was sie von, wie es mit Elena steht. Das hören wir uns nochmal an und dann passt das. Ich sag zu Elena, dass die Elena eine Maschine ist. Also, diese Frau hat so viel Power in sich. Ich glaube, wenn sie mir ein bisschen davon geben würde und ich würde ihr ein bisschen von dem geben, dann könnten wir uns gegenseitig wirklich ein bisschen ausbalancieren. Ich war an dem Morgen, als es ihr wirklich so krass schlecht ging, dass der Notarzt kommen musste, in dem Raum, wo sie nur noch liegen konnte. Sie konnte nicht gut atmen. Sie hat nach diesem kalten Schweiß gerochen in den Haaren. Wisst ihr, wenn man so eine Grippe hat, wenn man so alles ausschwitzt und so, das hat sie ja tagelang gehabt. Sie hat ganz viel an Gewicht verloren. Zusätzlich zu dem wenigen, was sie eh schon hatte. Und wie gesagt, wenn man da reingeht, hat man nicht die Vorstellung davon, wie es wirklich in diesem Container ist. Und dann noch der emotionale Stress. Auch das haben wir alle unterschätzt. Aber, dass diese zarte Person, sie ist ja auch keine riesige Frau, sie ist ja sehr zart in allem. Also nur, wenn sie still ist und einfach nur guckt. Und ich finde die auch so schön. Nachdem sie da so am Arsch und am Ende war, wahrscheinlich nachdem sie eine Infusion bekommen hat, wieder zurück wollte, um weiterzumachen, das wundert mich überhaupt nicht. Zero. Aber wir haben uns ja viel erzählt auch über unsere mentalen Zustände im Haus und sie hat anderthalb krasse Jahre hinter sich, in denen sie nicht gearbeitet hat und in denen sie wirklich nicht gut ging. Das war wahrscheinlich alles in allem mit der Konstellation, egal wer jetzt was wusste, das interessiert mich auch überhaupt nicht, einfach zu viel. Ich bin froh, dass sie nicht zurückgekommen ist, für sich. Und bald sehe ich sie. Ja, das ist doch schön. Also das heißt schön. Ich finde es schön, dass Mimi das auch so ehrlich beantwortet, weil also ich finde, man hört raus, dass sie einfach mit ihr cool ist. Also ich finde, hier kommt so ein bisschen mehr dann doch so raus, wie sie zu ihr steht, als jetzt bei der Beantwortung zu der Frage von Leila. Und ich finde es auch okay. Man muss ja nicht immer gegen Leute schießen. Man kann das ja auch recht diplomatisch beantworten. Und hier kommt einfach raus, dass sie cool ist mit Elena. Ist auch okay. Und ich finde es aber auch wichtig, dass die Leute dann auch sagen, hey, die Show ist krass und Elena ist krass und ich feiere eine Elena, aber, also sie jetzt in dem Fall Mimi, aber dass man halt wirklich sieht, dass es ihr nicht gut geht. Also ich finde es halt nicht gut zu sagen, das so ein bisschen zu verschleiern oder zu versuchen zu verschönern. Und das sind Dinge, die eine Cecilia gesagt haben und auch hier eine Mimi. Und ich finde, das kann man auch sagen. Und das heißt jetzt nicht, dass wir direkt irgendwelche Hypothesen stellen müssen, wie was mit ihr ist, aber irgendwas ist mit ihr. Und das kann halt wirklich dieser ganze emotionale Stress sein, emotionale Überbelastung. Ja, und das ist auch etwas, womit ich mich zuletzt auseinandergesetzt habe. Und das ist wirklich, wenn in einem Jahr oder in einem Zeitraum, in kurzer Zeit, so viele Dinge passieren, vor allem Dinge, die man nicht aufgearbeitet hat,
kann es dazu führen, dass man dann einfach an einen Punkt kommt, wo Dinge getriggert werden, wo man einfach überbelastet ist emotional. Und ich glaube, das war halt das so ein bisschen, was da passiert ist. Ja, keine Ahnung. Aber definitiv eine emotionale Überbelastung, glaube ich, für Elena, egal in welche Richtung es geht. Und eigentlich auch eine emotionale Überbelastung für mehrere Teilnehmer da drin, ne? So für eine Leila und für einen Mike, genauso. Und deswegen hoffe ich, die werden richtig ausbezahlt für diesen Stress. Und bei Elena hat man ja gehört, das waren 100k. Und bei Mike und Leila 80k. Ich habe genau das auch erraten. Also ich dachte mir, ich habe, glaube ich, in irgendeiner Reaction auch gesagt, sie hat safe mindestens 100k bekommen, weil ich würde sowas auch nicht für mindestens 100k machen, vor allem wenn ich jetzt eine Elena wäre. Und ich glaube, hätte sie 130, 120k verlangt, hätten die ihr das auch gegeben. Ne? Einfach weil sie so bekannt ist und weil man sieht ja, was für ein Gewicht diese Storyline hatte. Und ja, Drama, wir wollen Drama, wie Sarah gesagt hat, aber im Drama erkennen wir ja auch trotzdem Zustände, die nicht so ganz schön sind. Und wir wollen zwar Drama, aber wir wollen ja auch nicht das unkommentiert lassen, wenn wir so zugespitzte Dramen kriegen, die halt wirklich, wo man merkt, dass es Menschen nicht gut geht. Also es ist ja, also ne, das meine ich, damit relativiere ich jetzt nicht, dass die Leute Drogen kriegen, das will ich gar nicht. Aber ich meine, ja, wir wollen Drama, wir wollen aber auch die Dinge, die wir sehen, dann auch kommentieren und sagen können, hey, aber diese Art von Drama ist maybe ein bisschen krass so. Und ja, was sagt ihr zu den Statements? Das war Part 1. Ja, jetzt kommt gleich Part 2. Und schreib mir gerne deine Gedanken dazu. Ich freue mich, mit euch in den Kommentaren zu diskutieren. Und bis gleich.